Guten Morgen, herzlich willkommen. Freut mich total, heute in diesem Morgen mit euch da auch zu diskutieren und so ein bisschen zu erzählen, was ich so mache. Da sieht man den Hummelhof. Ich habe jetzt 2 Jahre umgebaut. Ja, der ist in Vorarlberg. Der Hof liegt auf knapp 900 Meter, ist im Brandnertal, das ist in der Nähe von Bludenz. Ich habe den Hof 2013 übernommen und gerne weiter, bitte Daniela. Genau, da sieht man ihn vom Wasserfall. Wir haben den Wasserfall hinterm Haus. Da sieht man auch den Stall hinten. Und man sieht die Berge rundherum. Genau, wir sind ganz abgelegen. Das ist auch wunderbar, das 1,8 Kilometer von der Kirche weg. Das ist auch sehr schön. Also wenn die Schule am Bauernhof Kinder zu mir laufen, sind sie, bis sie bei mir sind, sind sie natürlich dann schon ein bisschen in einer Ruhe, dass man dann gut arbeiten kann. Ja, also, ich bewirtschafte rund 17 Hektar. Da sind ein paar Hektar gepachteter Grund dabei, was bei uns bedeutet. Das sind vor allem Magerwiesen, die ich dazu gepachtet habe. Das sind Wiesen, die die Besitzer seit 40, 45 Jahren selbst nicht mehr bewirtschaften. Und also solange ich denken kann, machen wir das. Der 5 Hektar Wald habe ich selbst, das ist sehr schwer zu bewirtschaften. Und wie gesagt, der große, das ist alles extensiv bewirtschaftet. Und der große Teil, würde ich sagen, das ganz Besondere auf unserem Hof sind die Magerwiesen. Wenn jetzt hier herinnen die Bauern hören, so viel Magerwiesen im Verhältnis zur Gesamtfläche. Ja, das ist mein Hof und das ist bei uns auch das Besondere, hat eine unglaublich hohe Biodiversität. Ja, da erzeugt man nicht großartig viel Milch, aber was man auch sagen muss, ich habe meine ganze Tierwelt einfach auch eingestellt auf das, was es bei unserem Hof gibt. Daniela, die nächste Folie bitte. Genau, also ich habe dann 2013, wir hatten einen klassischen Milchviehbetrieb. Wir haben in den 70er Jahren angefangen, Milch zu liefern an den Milchhof. Das war damals eine Riesenerleichterung, aber dann haben wir mit den Schweinen aufgehört und dann hatten wir keine Butter mehr, dann hatten wir kein eigenes Fleisch mehr, weil man die Kälber halt so schnell wie möglich verkaufen wollte, dass man viel Milch liefern konnte. Also es ist eigentlich mit dem Milchliefern hat das, was bei uns einmal Subsistenzwirtschaft war, eigentlich alles aufgehört. Es gab halt noch den großen Gemüsegarten vor dem Haus und die Milch. Ich habe die Dinge wieder geändert, also ich habe die Kühe umgestellt auf Originalbraun. Die sind einfach Zweinutzungsrasse. Passen hier sehr gut auf den Hof. Ich habe auch mit den Ziegen angefangen. Und wie gesagt, es war mir ganz wichtig. Ich habe mit der Silage aufgehört. Die Silage ist sehr wertvoll, ich weiß. Aber wir haben einfach ganz viele Menschen hier am Hof. Und was man am Hof gerochen hat, war in erster Linie die Silage. Ich habe 500 Kilogramm Kraftfutter im Jahr für ungefähr die 10 GVE-Stück, die ich da im Stall habe. Also das ist nichts, das ist ein Leckerli. Weil ich mich entschieden habe, ich kann natürlich Kraftfutter hier herauf kaufen, auf den Berg herauf und kann natürlich Milch produzieren, wenn ich mag, aber bei den Preisen, die wir am Milchhof haben, steht das nicht dafür. Mir ist es auch wichtig, dass der Hof in sich geschlossen gut rundherum geht. Das heißt, die Einstreu, die ich habe, die stammt von eigenen Waldwiesen. Und ich bin froh, dass ich die großen Strohkäufe, wir haben ja in Vorarlberg kein Stroh, ich meine, das muss man uns wirklich importieren. Ich freue mich für jeden, der viel hat, gell? Aber bei uns ist es halt nicht so und das heißt, ich ernte Waldgras und es wird gehäckselt und das ist dann für die Liegeflächen der Tiere. Seit 2007 bin ich beim Biodiversitätsmonitoring dabei. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben so Zählflächen, fixierte Zählflächen auf den Wiesen, wo Zeigerpflanzen und so weiter gezählt werden und dokumentiert werden. Die Daten gehen ja auch auf die BOKU. Und daraus erwachsen ist dann, dass ich zum ENP gekommen bin, ergebnisorientierter Naturschutzplan, gibt es seit, ich glaube, 2015. Und da geht es darum zu sagen, was, also jede einzelne Wiese, Magerwiese hat da so speziellen Schwerpunkt bekommen. Also da waren dann Ökologinnen da vom ÖKL, Wolfgang Suske, Büro, Umweltbüro. Arbeite ich da mit Fachpersonen zusammen, die eben artverwandt sind der Landwirtschaft, weil sie kennen sich halt mit der Flora gut aus. Und das ist für mich als Bäuerin extrem hilfreich. Ich kenne mich auf meinen Wiesen gut aus, aber das sind die Fachleute, die einfach sagen, schau mal, Tanne, das ist so wichtig, das ist zum Beispiel der Natternkopf. Und wenn der da in der Nähe von diesem Heustadel steht, also das ist altes Holz, sehr wahrscheinlich eine ganz besondere Bienenart, die nur vom Natternkopf leben kann, beziehungsweise da im alten Stall ihre Nester da ins Holz hineinbaut. Und das heißt, wenn du den Natternkopf, solange er blüht, stehen lässt, bedeutet das, dass diese ganz besondere Biene da leben kann. Und wenn ich das weiß,
ist natürlich überhaupt kein Problem zu sagen, ich mähe um den Natternkopf herum. Ich habe das so oder so, also ich mähe alles selbst. Und ich würde sagen, ich mache Freestyle-Mähen. Gell? Wir haben so viele Büsche und Steine, große Steine sind wirklich Landschaftselemente. Es sieht sehr schön aus, aber es ist wirklich auch mit dieser Steilheit eine sehr große Herausforderung. Wir haben immerhin 283 BHK-Punkte. Und das ist, wer sich ein bisschen auskennt, im Bereich ab 270 ist ja steilste Zone. Also gibt es wirklich viel Handarbeit und körperlich schwere Arbeit. Daniela, bitte nächste Folie. Weil da kommen dann unsere Kühe. Genau, andere Richtung. Also genau, da sieht man jetzt die Kühe, da sind sie von der Alpe nach Hause gekommen. Da sieht man, sie sind da geschmückt, die großen Glocken und schön hergerichtet. Das ist jetzt die Koppel hinterm Haus, Richtung Bach hinunter. Also wie gesagt, ich habe umgestellt auf Originalbraunvieh, weil es mir halt gut gefällt. Es ist ein bisschen ein gedrungeneres Vieh. Es ist Mischrasse. Die Kälbchen wachsen in den ersten Monaten extrem gut. Und habe die Kühe in muttergebundener Haltung. Das mache ich seit 2017. Ist bei mir ein Riesenfortschritt. Also die Gespräche mit den Bäuerinnen und Bauern nehmen zu, dass sie mich fragen, wie geht denn das? Weil der klassische Bauer, der gerne Milch produziert, wenig Vorstellung hat, dass man das Kälbchen an der Kuh trinken lassen kann und dass man melken kann. Also es ist klar, es ist wie beim Kühemelken, man muss gut darauf achten, auf jedes Einzeltier, das ist ganz klar. Aber was dazu kommt, meine Zählzahlen sind seither traumhaft. Also das, wenn der Tierarzt mal zum Besamen da ist, das sagt auch er, das kennt er nicht. Ich habe den Jahresbericht gesehen von Vorarlberg. Ich habe in den Jahren 19 und 20 lag ich mit meinen Zählzahlen, also die Hälfte unterm Landesdurchschnitt. Und im Bezirk ist es, jetzt bin ich noch deutlich weiter drunter. Das heißt, ich liege mit meinem Betrieb, kann ich Zahlen erreichen durch die muttergebundene Haltung, die man sonst im Milchviehbetrieb nicht kennt. Und darüber bin ich sehr dankbar, weil das sind Fakten, die wir brauchen, wenn wir etwas Neues machen. Wir müssen das auch evaluieren können, sonst kommen wir da nicht weiter. Genau. Und was ganz wichtig ist bei mir im Hof, es wird alles, was ich hier im Hof produziere, wird selbst vermarktet. Also wenn dann die Kälbchen auf den Schlachthof gehen, da bringe ich sie selbst hin und verkaufe dann die Fleischpakete, die Mischpakete direkt, bringe sie zu meinen Kunden. Genau. Dann auf der nächsten Seite, Daniela. Danke sehr. Das ist das ganz Besondere, würde ich mal sagen, auf meinem Hof. Ich habe eine Herde mit über 40 Mohair-Ziegen. Also es gibt jetzt auch noch Mischlinge. Da auf dem Sofa sieht man, das ist ein Mischling. Das ist die Isa. Sie ist ein Kaschmir-Mohair-Mischling mit ihrer Tochter. Also das ist das Hauptstandbein. Das war auch das, wo es mir, also der Verkauf der Wolle ist das Hauptstandbein am Hof. Also die Wolle zahlt, ich habe einen 2017 den Stall neu gebaut. Die Wolle von meinen Ziegen zahlt den Stall. Und das finde ich natürlich wunderschön, weil damit etwas besonders geglückt ist, weil diese Tiere sich ebenfalls von dem ernähren können, was es bei mir auf dem Hof gibt. Ich schere die Tiere selbst, weil ich habe dann ganz rasch gemerkt, es gibt keine Ziegenschere. Schafschere wollen schnell sein. Ja, die Ziege ist sehr knochig, sie ist ein Springinkel, sie mag ja nicht herhalten. Also wie gesagt, ich habe dann gewusst, entweder mache ich das selbst mit dem Ziegenscheren oder ja, sonst muss ich halt in Kauf nehmen, dass sie halt mit vielen Verletzungen bei der Schuhe davonkommen. Das wollte ich nicht. Genau, die werden zweimal im Jahr geschoren und dann wasche ich die Wolle, dann lasse ich sie verspinnen. Also es ist keine Wolle eigentlich, es ist ein Haar. Und deswegen war es gar nicht so einfach, da kreuz und quer in Europa Betriebe zu finden, die Haar verspinnen können. In Österreich gibt es einen einzigen Betrieb in der Steiermark und die haben sich spezialisiert auf Alpakas. Also da habe ich auch keinen Zugang. Genau. Und wie gesagt, gestern war zum Beispiel Biofest bei uns in Bregenz. Da war ich mit meiner Wolle. Und ja, wie gesagt, die Frauen freuen sich sehr. Und was ich noch sagen muss, es ist mir natürlich immer ein Anliegen, den Tieren ein möglichst langes Leben zu bescheren. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn ich imstande bin, ein Produkt zu entwickeln, wo ich grobere Mohair-Wolle von älteren Tieren verwenden kann und die Frauen immer noch Freude damit haben, dann können dafür meine Tiere länger leben. Und das ist mir geglückt, indem ich Lammwolle von den Nachbarn draußen, also die haben Schafe, und da darf ich die Wolle, bei der Schuhe darf ich dabei sein und die Wolle mitnehmen. Und das kann ich vermischen mit meiner groberen Mohair-Wolle.
Und das gibt dann eine klassische Sockenwolle. Und die Frauen freuen sich über die Sockenwolle. Also ich färbe die Wolle dann ja auch selbst. Und das ist das, wo ich mich freue, weil es mir so geglückt ist natürlich, dass meine Tiere länger leben können. Genau. Das sieht man auch auf dem rechten Bild. Ich gehe hüten. Ich habe das vor vielen Jahren angefangen, weil sie das mit dem Zaun, das klappt. Also Ziegen sind halt sehr schwer zu hüten. Und ich gehe sie hüten ohne Zaun, weil wir haben nie eines im Zaun verloren, aber ausgerissene Ohrmarken. Und ja, das ist einfach, diese Ziegen haben so viel Wolle am Hals und die sind so neugierig. Draußen schmeckt das Gras auch immer besser wie drinnen im Zaun. Das heißt, da hatten wir immer, man musste immer springen und mit der Schere und die Tiere wieder herausschneiden. Also es war sehr unangenehm. Und jetzt auch, wir haben immer mehr mit dem Wolf zu kämpfen in Vorarlberg. Und das heißt, das Hüten bekommt eine neue Bedeutung in Bezug auf den Wolf, dass da nichts schief läuft. Und was ich auch sagen muss, jetzt bin ich so viel in den Wiesen mit dem Hüten. Also ich sehe meine Wiesen so oft wie früher. Dass ich meine, sonst geht man nicht so oft in die eigenen Wiesen. Ich sehe, wann was wächst, was die Witterung macht, was die Jahreszeit macht. Ich sehe, wie die Tiere es selbst selektieren. Ich sehe, dass die Büsche nicht zerstören. Das ist ganz spannend. Also die Ziegen nur, wenn man sie einsperrt, tun sie das, was der Bauer oft will, nämlich, dass sie die Büsche niederfressen. Wenn man die Tiere selbst lässt, dann gehen sie dahin und fressen da die Blätter herum. Dann gehen sie wieder weiter, weil die Tiere sind schon so klug zu sagen, naja, den Strauch brauche ich ja nächstes Jahr auch noch. Genau. Daniela, bitte das nächste Bild. Ja, genau. Selbstvermarktung ist für mich das Um und Auf, weil ich nur über diese Veredelung meiner Produkte komme ich zu einem angemessenen Preis. Also für uns war das Abliefern der Milch sehr angenehm. Es hat uns vieles erleichtert, aber es war dann auch klar, es ist dann einfach auch mit dem Milchpreis so schief gelaufen. Wir haben einen Biobetrieb, das wurde nicht separat abgesammelt. Das heißt, wir haben für Biomilch den klassischen Preis bekommen. Und deswegen, wie gesagt, wird alles selbst vermarktet, was auch insofern besonders wichtig ist, weil ich treffe den Kunden. Also ich kann mit dem Kunden reden, der Kunde stellt seine Frage, ich sehe, wo sind seine Bedürfnisse und in unserer Haltung, der Kunde, der bei mir kauft, also wir treffen uns ja auch in unserer Haltung. Ja, Selbstvermarktung macht Aufwand und Arbeit, stimmt, ja, muss man mögen. Aber wie gesagt, ich habe so viel Zugewinn dadurch, in verschiedensten Hinsichten, dass ich wirklich sehr dankbar bin. Also ich möchte es nicht mehr anders haben. Genau, da sieht man die Ziegenmilchseife auch. Genau, linkes Bild habe ich dazu entwickelt. Also bei uns mache ich seit 15 Jahren, halte eben auch die Kurse dazu. Genau. Dann hier. Liebe Tanja, ganz kurz. Peter ist hier. Hallo. Ja? Wir müssen ganz kurz auf die Zeit schauen, ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Bitte, gut, danke. Dann erwähne ich einfach noch, was zentral ist, ist die Inwertsetzung von unserem Hof, weil wie gesagt, von den paar Kühen und von den paar Ziegen kann ich ja auch nicht alleine leben. Das heißt, Schule am Bauernhof gibt es seit vielen Jahren Biodiversitätsmonitor, Wiesenführungen über das ÖKL. Die Sachen sind mir wichtig, auch in Bezug auf Wissenstransfer. Ich habe Greencare die Ausbildung gemacht, die Zertifizierung dazu läuft. Da sieht die Daniela, die heute bei uns ist, sind wir gemeinsam dran, dass die Zertifizierung auf die Beine kommt. Ich bin auch Glastechnikerin, es gibt die Glasworkshops da, es gibt die Seifenkurse. Und Daniela, bitte einmal weiter. Da sieht man noch ein, genau, das ist das Glas. Bitte gerne noch einmal weiter. Genau, Seminarraum, vielleicht einfach nur noch kurz. Seminarraum ist ganz zentral, ist sehr gut gebucht. Ich meine, Corona-Maßnahmen müssen wir schauen, was dann stattfindet. Aber man sieht da links den Seminarraum, der ist sehr begehrt. Rechts dazu die Möglichkeit, also wir verköstigen die Leute auch. Und Daniela, bitte noch einmal weiter. Genau, also Seminarraum noch einmal aus einer anderen Perspektive und es gibt auch die Möglichkeit, hier zu nächtigen, was mir als Seminarleiterin persönlich wichtig ist. Man baut ja untertags eine tolle Atmosphäre auf und geschieht ganz viel. Und wenn die am Abend dann da bleiben können, kann man am nächsten Morgen auch da wieder ansitzen, wo man am Tag davor aufgehört hat. Ja, soweit in aller Kürze etwas von meinem Hummelhof. Danke sehr. No risk, no farm, das ist eigentlich mein Leitspruch geworden über die letzten Jahre. Das gibt mir ein bisschen Motivation, ist irgendwie was Witziges und das bedeutet für mich, wie du auch schon angesprochen hast, über den Tellerrand zu schauen und einmal ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht immer gleich gemacht werden. Ja, wer bin ich? Maja Matthias, ich habe drei Aufgaben im Leben und die 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das bedeutet, ich bin Ehemann, Papa und Bauer.
Als Ehemann und Papa bin ich noch Newbie, Anfänger, also da kann ich noch nicht recht mitreden mit erfahrenen Leuten, aber als Bauer darf ich mittlerweile ein paar Sachen erzählen. Ich bin Bauer am Oberländerhof, über den werde ich ja heute sprechen. Ich bin nebenbei Geschäftsführer der mobilen Schlachtung, wo wir mobile Schlachtanlagen für Geflügel planen, bauen und vermarkten. Und ich bin Inhaber von No Risk, No Farm. Da geht es um Vorträge, Weiterbildung, Know-how, auch im Sinne von Beratung etc. Und steigen wir ein. So schaut mein Farming Life aus. Also ich habe Mobilstallhaltung für Lege- und für Masthennen. Wir haben die eigene Vermarktung von Eiern und deren Produkten wie Nudeln oder Eierlikör. Wir haben die eigene Vermarktung von Geflügelfleisch. Wir haben noch ein paar Spezialkulturen im Ackerbau, speziell für Bäcker oder Brauereien. Zillertalbier, Starkenberger Bier. Und was noch im Aufbau befindet, das ist die Hasen-, Kaninchenvermarktung, also die Schlachtung. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es weniger Nutztier ist, sondern mehr Streicheltier. Wir haben eine Kükenlohnaufzucht für andere Betriebe und wir beschäftigen uns mittlerweile sehr intensiv mit dem Thema Futtermittel, haben unsere eigenen Rationen und ja, helfen anderen auch dabei, ihre richtige Sache zu finden. Ich werde jetzt speziell auf die Mobilstallhaltung eingehen, aber vorher ist mir ganz wichtig, dass ich erkläre, was für mich Direktvermarktung bedeutet, weil da hat da jeder einen anderen Begriff dazu, ob Selbstvermarktung, Direktvermarktung etc. Darum will ich das kurz erklären, was das für mich bedeutet. Direktvermarktung bedeutet für mich in erster Linie mal wirtschaftlich gesehen die eigenen Rechnungen stellen. Was es weiter bedeutet, ist die Verantwortung für den gesamten Produktions- und Verkaufsprozess in die eigenen Hände zu nehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich alles selber machen muss, sondern ich muss die Verantwortung übernehmen. Was passiert da, welche Inhaltsstoffe, Etiketten etc. Also das liegt komplett in meiner Verantwortung, auch wenn das teilweise von anderen dann weiterverarbeitet wird etc. Oder auch verkauft wird. Was mir ganz wichtig ist, ist der direkte Austausch mit dem Kunden und das nicht nur analog, sondern auch digital. Ich fördere die Transparenz. Das bedeutet, dass wir die Leute zu uns auf den Hof einladen, dass sie zu uns kommen oder dass ich digital Rede und Antwort stehe, damit sie die Leute da ihre Fragen, was auftauchen mit Küken töten oder wie lange leben die jetzt etc. stellen können. Zusammenfassend kann man sagen, in den eigenen Händen. Das ist für mich so die kommunikative Klammer, was für mich Direktvermarktung bedeutet. Unser Hauptstandbein ist die mobile Hühnerhaltung. Das bedeutet, wir haben mehrere Mobilställe für Legehennen und für Mastgeflügel. Das Eimobil, also sprich, wo wir unsere Legehennen halten und die Eier quasi verkaufen und weiterverarbeiten, das ist eine gekaufte Stelle. Das ist von Stallbau Weiland, vom Marktführer aus Deutschland. Und die sogenannten Chicken Tractor, das ist ein Eigenbau, das kommt aus der Richtung regenerative Landwirtschaft zur Permakultur. Ist mehr so die Do-it-yourself-Geschichte aus Amerika. Die schwappt jetzt ein bisschen nach Europa rüber und da haben wir mit dem Chicken Tractor unseren idealen Stall und Haltung gefunden. Was ich mal sicher nicht machen will, das ist jetzt kein Plädoyer für oder gegen Mobilställe. Mobilställe sind ein ganz spezielles Thema, haben sehr viele Vorteile, haben aber auch sehr viele Nachteile. Also das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und jeder Landwirt sollte es unbedingt machen, sondern man muss wie jede Haltung, wie jedes Geschäftsmodell, sage ich mal, das ganz genau beleuchten. Ich gehe jetzt kurz auf die Vorteile und die Nachteile ein und dann komme ich eigentlich schon ins Digitale, weil mir das eigentlich auch wichtig ist, dass ich das weitergebe. Prinzipiell, was der Hausverstand eh schon sagt, wir haben eine Grasnarbe, die wir erhalten können und vor allem in unmittelbarer Stallnähe. Wir haben eine geringere Pfützenbildung, wir haben eine geringere Verschlammung und natürlich auch eine geringere Bodenverdichtung, einen geringeren punktuellen Stickstoffeintrag und was ganz wichtig ist in der Haltung von Tieren, wir haben einen geringeren Parasitendruck. Der Großteil der Krankheitserreger ist im Kot der Tiere drin und so verteilen sie das untereinander. Wenn ich mit dem ganzen Stall und dem Auslauf wegfahren kann, dann habe ich sehr viel Krankheitsmöglichkeiten schon per Management ausgeschlossen. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Faktor, warum es, und das sage ich unter Anführungszeichen, dem Wanderhuhn besser geht als anderen.
Wir haben eine bessere Nutzung der Auslaufflächen. Wir können das auch in eine Fruchtfolge integrieren. Also wenn man einen Ackerbau hat und dann ein Grünland anpflanzt, dann kann man da drauf gehen. Dann hat man quasi auch keine Fläche verloren. Und was auch hilft in der Direktvermarktung, der Stall an sich und die Haltung ist ein Werbeträger. Also man kann einerseits den Stall nutzen für Werbung und es ist immer ein grüner Auslauf. So kann man das relativ einfach nutzen, wenn man die Direktvermarktung startet. Der Einstieg ist recht leicht und der Ausstieg auch. Also man braucht kein Gebäude bauen und hängt da 25 Jahre drinnen und muss dann umbauen und was auch immer, sondern den Stall kann ich kaufen und auch wieder verkaufen. Das ist auch, gerade in schnellen Zeiten, wie wir jetzt auch in der Landwirtschaft leben, durchaus ein großer Vorteil. So kann das Ganze dann ausschauen. So kann, also das ist natürlich eine Werbeaufnahme von uns, das ist jetzt keine Dokumentation, so kann das durchaus ausschauen. Die Nachteile, die muss man einmal ansprechen. Wir haben sehr hohe Stallplatzkosten, also man muss die Wirtschaftlichkeit genau durchrechnen. Wir haben es bei einem Workshop in Wieselburg auf der Hofmesse mal gerechnet, Ei aus einem Mobilstall darf nicht unter 34 Cent kosten. Und wenn wir wissen, wie die Direktvermarktung teilweise ausschaut, mit 20, 25 Cent, auch aus dem Mobilstall, wissen wir, dass die Bauern ihre eigenen Eier subventionieren. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Drum hat der Mobilstall natürlich einen wesentlichen Nachteil. Wir haben einen sehr hohen Arbeitsaufwand. Wir haben Regenperioden und Winter. Das vergessen die meisten immer. Natürlich auch die Stallbaufirmen. Die Fotos sind immer im Sommer, im Frühjahr, wenn es schön ist. Aber nicht, wenn es zwei Wochen regnet oder im Winter. Wir haben eine sehr hohe Wetterabhängigkeit. Vor allem die Hitzeperioden werden mittlerweile zum Problem. Und wir haben sehr hohe Tierverluste. Also wesentlich höher als bei der Freilandhaltung durch Habicht, Fuchs etc. Drum kann das Ganze natürlich auch so ausschauen. Wenn man da jetzt Regenperioden hat, man hat da Bodenverdichtung beim Eingang in die Fläche etc. Und dann spricht man von einer wunderschönen Wanderhuhnhaltung. Das kann sehr schnell das Bild wechseln. Drum, was man da mitnehmen kann, Wanderhuhn, Mobilstelle, sind durchaus ein Thema für die Direktvermarktung. Aber immer bitte genau anschauen, durchrechnen. Schaffe ich die Preise der Vermarktung? Gibt es schon Betriebe in der Gegend, die schon vermarkten? Bin ich in einem Verdrängungswettbewerb oder baue ich neu auf? Das sind eigentlich so die Dinge, weil wir merken das schon auch in Tirol. Und gerade Innsbruckland ist ein Bezirk, wo die meisten Mobilstelle österreichweit stehen. Da haben wir schon massive Konkurrenzsituationen unter den Direktvermarktern und unter den Mobilstallhaltern. Und ja, wenn wir über die Bauern immer reden, dass wir uns gegenseitig das Geschäft hinmachen, dann sehen wir das mittlerweile, die ersten Tendenzen. Das war jetzt die Mobilstallhaltung für die Legehennen. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Chicken Tractor. Das ist die Weidebox aus der Permakultur. Und da ist von Joel Salatin: Just because you raise a good product or just because you have a novel approach, you are not free from the rules of prudent business. Und das heißt, wir sind als landwirtschaftliche Betriebe, und da stehe ich ja dahinter, ich bin in irgendeiner Form Kapitalist. Ich will mit der Sache Geld verdienen und ich will meine Familie erhalten können und den Hof erhalten können, und darum muss ich mit der Sache auch Geld verdienen. Es hilft mir nichts, als Non-Profit-Organisation die Landwirtschaft zu betreiben, sondern ich will da was verdienen. Und der Chicken Tractor ist unsere Möglichkeit dazu, wo wir kleine Einheiten von Tieren in dieser Weidebox halten und, wie man es jetzt sieht, von der Fläche von oben jeden Tag weiter versetzen. So können wir sehr einfach einen Stall gewährleisten. Es geht natürlich nur von Frühjahr bis Herbst und können eine sehr gute Qualität produzieren. Und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste, was ich mitgeben will. Bei uns passiert sehr viel digital, also im Internet. Und das ist ein Beispiel, da habe ich gepostet: Wanderhändl, also ist unser Geflügelfleisch, Wanderhändl am Abend vertreibt vermutlich nichts, ist aber trotzdem gewaltig, heute aus unserer Küche. Hashtag Theresa hat es drauf, das ist die Frau, Hashtag Regionalität. Und da habe ich einen Screenshot gemacht, nach 54 Minuten, was da passiert. Und wir sehen, wir haben da schon über 200 Personen erreicht, wir haben Likes, wir haben Herzeln, wir haben Smileys. Und in die Kommentare ist dann eigentlich recht spannend. Da hat der Wolfgang zum Beispiel geschrieben: ja, super Qualität, super Händeln, aber leider limitiert. Dann schreibe ich natürlich dazu: wir haben auch aktuell noch was eingefroren. Kann er sie melden. Oder sie führen das Sprichwort weiter. Und was da passiert ist,
die Leute, mit denen ich analog auch sprich, kann ich digital abholen und andere Leute, die mit einer vernetzt sind, sehen das Ganze. Das bedeutet, wenn da jetzt Leute bei mir einkaufen und wir haben da unten das Kommentar von Markus Stegmeier, kann man die auch ab Hof kaufen? Fragezeichen. Da kommt da alles dazu mit Informationen, wo man das bestellen kann, etc. Und da wird nicht nur er bestellt, sondern andere, die das sehen, etc. Und so kann ich ganz einfach Mundpropaganda digital abbilden. Und das ist eigentlich eine Sache, die was ja auch den Bäuerinnen und Bauern mitgeben wollen, weil es hat immer jeder Angst vor einem Shitstorm, bevor er überhaupt was macht. Es gibt mittlerweile sehr viele gute Kurse vom LFI und auch andere Anbieter, wo man solche Dinge lernen kann, wie man Fotos macht, wie man kommuniziert, wie man soziale Medien nutzt. Und die Zeit ist wirklich reif, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen und nicht der Handel und nicht irgendwer, der uns retten wird, sondern wir müssen das selber tun. Die Arbeit wird nicht weniger und das sind jetzt so Geschichten, die wir erzählen. Wir erzählen die Geschichte vom Geflügelfleisch und von der Schlachtung. Das ist sehr wichtig bei uns. Wir erzählen es von den Wanderhennen und den Bodygoats. Also die Bodygoats sind bei uns die Herdenschutzziegen. Wir haben Farming Girls am Hof, also das Leben als Bauernkind. Das sind meine Mädels. No Risk, No Farm. Das ist so die Motivation in der Landwirtschaft. Und I Like und Tierwohl, das sind die Produkte daraus. Und auch das Leben von unseren Wanderhennen, von unseren Tieren. Und das sind unsere Stories, die wir in unsere Kanäle quasi verbocken wollen. Weitergeben wollen, ja. Das war es eigentlich schon wieder. Vielen Dank, Peter, für die Anmoderation. Genau, also ich habe mich schon kurz vorgestellt. Ich bin eben eine von den Innovationsverantwortlichen in den Bundesländern. Also wir haben da ein bundesweites Projekt, das nennt sich Mein Hof, Mein Weg.at, also die Dachmarke quasi sozusagen. Und ich darf heute einen kurzen Input geben über unsere Arbeit, was machen wir, was haben wir da für Angebote und wo wollen wir unterstützen. Wir haben heute schon zwei Betriebe gesehen, also das ist einerseits Kaschmirziegen und mobile Hühnerhaltung. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo es man Betrieb umsetzen kann. Das heißt, keine Grenze gesetzt. Und das ist eben das Wichtige, wenn man herausfinden möchte, was passt zu mir, zu meinem Betrieb, dass man sich da bewusst mit sich selbst beschäftigt, um das zu finden, wofür man selber brennt und wofür wo man überzeugt ist, was zu machen und was für einen Sinn ergibt. Und da wollen wir auch unterstützen. Weil schlussendlich, so das gute alte Sprichwort, was man gern macht, das macht man auch gut. Und da bin ich überzeugt davon, wenn man das findet, was, also was für sich selber einen Sinn ergibt und was einen taugt und was man nach außen tragen kann mit der Leidenschaft und der Begeisterung für die Arbeit, dann steht auch einer erfolgreichen Verwirklichung da nichts im Wege. Wir wollen eben seitens des bundesweiten Projekts auch schaffen, Motivation und Inspiration für die Bäuerinnen und Bauern. Also wir wissen, unsere österreichischen Bäuerinnen und Bauern, die sind ja bereits sehr vielfältig. Die machen sich Gedanken, wo geht es hin, wo sind ihre Zukunftsperspektiven, was wollen sie machen, suchen sich Nischen und neue Wege in der Landwirtschaft und wir haben da eben die Plattform www.meinhof-nw.at geschaffen, wo man, also das Kernstück von der Plattform ist, sind Betriebe, die von sich und von der Veränderung am Betrieb berichten. Das heißt, was haben sie Neues gemacht, wie sind sie damit gegangen und eben Inspirationen und Hilfestellungen bieten, auch für andere landwirtschaftliche Betriebe, einfach den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu schauen, gibt es vielleicht auch für mich etwas und neue Ideen zu finden. Ja, warum ist es überhaupt wichtig, dass man sich mit dem ganzen Geschäft, warum braucht man ab und zu was Neues am Betrieb, warum ist das ein Thema, was man für die Zukunft eben auch braucht. Also wir sind, ich glaube, das weiß jeder, der wahrscheinlich da heute da dabei ist, dass in der Land- und Forstwirtschaft gibt es laufend Veränderungen, mit denen man konfrontiert ist, sei es irgendwelche äußeren Faktoren, zum Beispiel politische, gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich ändern, der Klimawandel, verschiedene Trends, die einen beeinflussen, die Digitalisierung, die Globalisierung, der ganze technische Fortschritt, eigentlich der Wandel und aber auch die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Wir haben auch gesehen, die Konsumenten, die haben immer wieder neue Bedürfnisse und Wünsche an die Produkte, an die Land- und Forst. Und denen müssen wir allen irgendwie nachkommen. Aber nicht nur solche äußeren Einflüsse, wie ich gerade erzählt habe, sondern auch das, was ist es eigentlich, was er selber, was motiviert mich selbst,
auf meinen Betrieb zu arbeiten. Das ist natürlich ein viel stärkerer Auslöser, mich damit zu beschäftigen, etwas Neues am Betrieb zu machen und natürlich auch viel erfolgsversprechender, wenn ich dann das mache, wo ich Interesse habe, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wo ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse mit am Betrieb umsetzen kann. Ja, wie kann das jetzt ausschauen, wenn ich irgendwas verändern möchte am Betrieb? Wie kann da so ein Prozess, so wie jetzt einmal so dargestellt, wie kann das so im Konkreten oder im Theoretischen ausschauen? Also ganz am Anfang steht natürlich einmal der Wunsch zur Veränderung. Das heißt, vielleicht habe ich irgendeine Chance oder Potenzial entdeckt oder wie habe ich irgendein Problem, was ich lösen möchte, wo ich was ändern möchte, wo ich mir jetzt Gedanken drüber mache, was kann das sein, wo kann ich mich dahin entwickeln. Ja, hat man dann eben, ist der Wunsch da, ist der erste Schritt damit eher, dass man sich mal anschaut, okay, wie ist meine aktuelle Situation am Betrieb, wie ist die Ausgangssituation, das heißt, wo sind meine Stärken, wo bin ich gut, wo hebe ich mich auch für andere Betriebe oder für andere Personen, wo sind meine persönlichen Stärken, die betrieblichen Stärken, was habe ich für Möglichkeiten, Ressourcen, wo will ich hin, was sind die persönlichen Wünsche und aber auch, wo gibt es vielleicht Chancen und Potenziale, die sich bei mir in Zukunft eröffnen können. Das kann zum Beispiel sein, wenn man sagt, okay, wir sind da in einer Tourismusregion, also ich bin von einer Tourismusregion daheim eigentlich und wir haben da jetzt einen neuen Radweg und der geht vielleicht irgendwo in der Nähe vom Betrieb vorbei und eröffnet zum Beispiel, haben wir jetzt da einen Betrieb, der hat jetzt einen Automaten hingestellt. Das heißt, es ist einfach so eine Chance, was von außen gegeben ist, die man dann sehen kann und wahrnehmen kann und da daraus dann was entwickeln. Ja, hat man so die Ausgangssituation einmal beschrieben, den Grundstock, wo ich halt aufbauen kann, dann geht es einmal in die Ideenfindung, in die Ideengewinnung. Das heißt, ich schaue mal ganz viele verschiedene Möglichkeiten, schaue mal an, da gebe ich nachher noch ein paar Tipps dazu, wie man da zu neuen Ideen kommen kann. Das nächste ist dann die Ideenbewertung. Das heißt, ich habe dann eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten und Ideen und die muss ich dann natürlich auch wieder reduzieren. Da gibt es auch verschiedene Methoden, an denen man das machen kann, dass man sagt, hat das Potenzial, wie schauen da die Partner aus, was habe ich da für Kunden und. Da habe ich auch nachher nur eine kurze Folie dazu. Ja, hat man dann einmal so ein paar Ideen, wo man sich denkt, das wäre doch was für mich und für den Betrieb, geht man natürlich dann dahin, dass man sich einmal ein Konzept macht und das einmal durchplant, auch natürlich das Betriebswirtschaftliche anschaut, was kann das bedeuten für einen Betrieb, was braucht man da an Investitionskosten, wie kann man das aufstellen, dass man dann eben in die Umsetzung und in die Markteinführung kommen kann und dann eben auch einen Erfolg daraus generieren kann. Das ist natürlich auch wichtig, dass man dann sagt, okay, und das ist jetzt ein Standbein oder was Neues, was man dann aber auch wirtschaftlich was bringt. Ein paar Tipps zur Ideenfindung, also einfach einmal neugierig sein, offen sein für Neues, schauen, was tut sich, was sind so aktuelle Entwicklungen in der Welt, was wird diskutiert, welche Themen sind gerade am Puls der Zeit. Ja, über den Tellerrand schauen, auch in andere Fachbereiche, wir brauchen nicht immer nur in der Landwirtschaft schauen, sondern auch, was tut es in andere Bereiche, in andere Branchen, was dann dort so Entwicklungen, wo geht es dorthin und wie kann man vielleicht auch das für einen selber, was kann man sich von dort mitnehmen. Ganz wichtig, glaube ich, das Netzwerk und das Austausch mit den Berufskollegen. Also in der näheren Umgebung, was ist in der Region, was tut sich da bei uns auf, was sind so Potenziale und Möglichkeiten, gibt es vielleicht da Themen, wo man was gemeinsam machen kann. Ich glaube, das ist auch was sicher in Zukunft noch sehr viel Potenzial hat. Wenn man sich gemein zusammenschließt mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben, hat man sehr viele Vorteile, was man das auch bieten kann. Aber natürlich nicht nur in der Region, sondern auch über die Grenzen hinweg. Das haben wir eh schon beim Matthias gesehen, der ist jetzt in Deutschland auch unterwegs und verbreitet dort seine Ideen und schaut auch, was tut sie dort und wo gibt es auch was anderes. Und da hat man dann auch, was sie angesprochen hat, dann auch nicht so das Konkurrenzverhältnis, wie wenn man das jetzt in der näheren Umgebung sich anschaut. Ganz wichtig auch die Kundinnen und Zielgruppen. Also
habe ich vielleicht bei mir im Betrieb schon zu tun mit Personen, habe ich Direktvermarktung, dann bin ich ja ganz nah auch an die Personen dran, die was bei mir kaufen, ja, befragen, beobachten, was sind so ihre Bedürfnisse, Anforderungen, mit ihnen ins Gespräch kommen, wer ist auch, wer sind die Personen, an die ich herankommen möchte, da mit meiner Idee, ist das eine Familie, wenn es um Produkte geht, brauche ich größere Verpackungseinheiten, wie muss das aufbereitet sein, dass das dann auch ansprechend ist und dann angenommen wird für die Personen, die, zu denen ich kommen möchte. Die eigene Weiterbildung und Fortbildung ist auch ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist auch ein Thema, was bei Ihnen schon auf jeden Fall aufgegriffen wird. Sie sind ja heute auch da, dass Sie sich andere Betriebe anschauen, aber Inputs holen für einen eigenen Betrieb und genau auch schauen, was sind Themen, die einfach das Interesse haben, sich ja, die Themen anzuschauen. Dann verschiedene Methoden ausprobieren, habe ich da jetzt nur kurz angeführt. Also es gibt ja für die Ideenfindung gibt's ganz viele verschiedene Methoden, Werkzeuge. Brainstorming ist, glaube ich, ein sehr bekanntes, dass man mal alles aufschreibt, was einem irgendwie zu einem Thema einfällt dazu. Dann die 635-Methode habe ich da noch angeführt. Das war ja da, wenn man sagt, man macht man es in einer Gruppe oder im Familienverbund zu Hause. Es gehört ja nicht nur eine Person dazu, wenn man was Neues machen möchte, sondern die ganze Familie, muss dahinter stehen, mit der Idee brennen und das mittragen und nach außen tragen und da so einmal gemeinsam so Ideen erarbeiten und auch vielleicht schon ein bisschen ausfeinern. Das war gerade mit der Methode ganz eine gute Möglichkeit. Ja, ist man dann einmal, hat man dann ein paar so Ideen, wie ich vorher schon angesprochen, kann man sich dann so anhand von, ich habe jetzt die 7K-Checkliste, habe ich da jetzt genommen, kann man sich einmal Gedanken machen, okay, wann ich das umsetzen möchte, die Idee, wer sind da meine Kunden, gibt es da Potenzial, warum mache ich das, was ist der Nutzen, weil der Kunde, also die Person, die das dann kaufen soll oder die Dienstleistung, je nachdem, was man dann macht, in Anspruch nehmen soll, die muss irgendeinen Nutzen davon haben. Das heißt, wenn man ganz klar kommunizieren, wenn du das, also das kaufst oder das in Anspruch nimmst, das und das ist dann der Output und das ist der Mehrwert für die Personen. Ja, auch der Konkurrenzvorteil, also der USP, das Alleinstellungsmerkmal, ist natürlich auch ein sehr wichtiges, was hebt mich ab von anderen Betrieben? Was macht mich einzigartig? Wo bin ich besonders gut? Wo habe ich meine Stärken? Und wie kann ich das dann auch natürlich kommunizieren? Kommunikation haben wir heute auch schon gehört, eine ganz wichtige, die authentische Vermittlung. Was tue ich da am Betrieb? Was mache ich da? Was sind meine Angebote? Wie kann ich das dann auch nach außen tragen? Ja, natürlich auch die Kosten sind dann ein sehr wichtiges Thema. Welche finanziellen Mittel brauche ich für die Umsetzung? Was brauche ich auch? Vielleicht ein Fremdkapital? Was ist da notwendig dafür, dass ich die Idee umsetzen kann? Kompetenzen. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse brauche ich? Brauche ich irgendwo eine Fortbildung? Brauche ich Ausbildung dazu? Habe ich die Kompetenzen schon bei mir? Oder muss ich da auch noch in irgendwelche Richtung mich da nur weiter damit beschäftigen und auseinandersetzen? Genau. Und natürlich der Kapitalbedarf. Was brauche ich? Was ist da meine Stadt? Kosten dafür, für die Umsetzung auch. Genau, Lisa. Ich muss dich bitten. Ich bin schon in der Zeit, genau, ich meine doch, den Druck aufs Gas, aber leider natürlich fällt dann immer so viel ein dazu. Genau, nur ganz kurz vielleicht das Team der Innovationsoffensive. Also wir haben ja in den Bundesländern, in jedem Bundesland haben wir Bildungs- und Beratungsangebote und da darf ich Sie herzlich einladen, die Sie da zu informieren, die wahrzunehmen, sei es Exkursionen, Seminare, Vorträge, eben die Plattform Mein Hof, Mein Weg, da haben wir ein Trendradar, wo man so aktuelle Themen behandeln, wo man sich auch anmelden kann dazu. Genau, und dann nur ganz kurz eine Abschlussübung für die kommende Woche, wenn wir sagen, wieder am Montag und starten jetzt voller Motivation in die neue Woche. Und da darf ich Sie einfach einladen, überlegen, wann haben Sie das letzte Mal zum ersten Mal gemacht und vielleicht für die kommende Woche bewusst vornehmen, irgendwas mache ich jetzt anders, wie sonst. Also ich durchbrich einmal die Routine, die man vielleicht so schon im Alltag hat. Genau, vielen Dank. So, dann bin ich am Ende und freue mich dann nur über Diskussionen im Breakout Room. Dankeschön.